Illumise ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet das weibliche Gegenstück zu Volbeat. Illumise ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das schwarz, blau, violett und gelb auftritt. Gesicht sowie der kleine Teil des Bauches sind blau gefärbt, ein gelber Bereich befindet sich auf Höhe der Brust. Der Hinterkopf wie auch die schmalen Umrandungen am Beginn der Arme und Beine sind violett gefärbt. Arme und Beine selbst sind ebenso wie der Rücken und der übrige Bauch schwarz und seine Fühler sind gelb. Das Pokémon hat einen kräftigen, jedoch nicht zu gedrungenen Körper. Auffällig ist der breite Hinterkopf, der wie ein großer Kragen den Kopf umgibt. Auf seinem Haupt wachsen zwei kurze abgerundete Fühler. Das Gesicht besteht aus den kleinen Augen, der Nase und dem Mund, wobei sich die Augen selbst aus weißer Lederhaut, blauen Iriden und schwarzen kleinen Pupillen zusammensetzen. Direkt unter dem Kopf sind auf dem Rücken die beiden Flügel zu erkennen. Illumise besitzt kurze Arme und Beine. Im Bereich des hinteren Gesäßes ist ein Muster aus drei Punkten zu sehen und in der Shiny-Form sind die sonst violetten Bereiche gold gefärbt. Illumise ist ein schnelles Pokémon, welches sich außerdem durch seine Fähigkeit auszeichnet, spezielle Attacken abzuwehren. Auch selbst greift es Gegner mit solchen an und setzt hierbei Käferattacken wie Käfergerumm, Plage oder Käfertrutz ein. Außerdem erlernt es ebenfalls physische Attacken anderer Typen wie die Normalattacke Bezirza oder die Feeattacke Knuddler und einige Statusattacken wie Lock, Duft und Mondschein. Illumise besitzt die Fähigkeit Dösigkeit, welche verhindert, dass sich das Pokémon in ein anderes verliebt und somit unwillig wird, dieses anzugreifen, oder die Fähigkeit Aufwertung, durch die nicht sehr effektive Attacken stärker werden. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Strolch, welche ihnen ermöglicht, mit Statusattacken schneller angreifen zu können. Illumise lebt in der Nähe von reinen Teichen. Es ist nachtaktiv und mit seinem süßen Duft lockt das ganze Starren von Volbeat an und führt diese anschließend durch die Lüfte, um mit ihrem leuchtenden Schweif geometrische Figuren in den Nachthimmel zu zeichnen. Je komplexer diese sind, desto mehr Ansehen erregt dies bei den Artgenossen. Man sagt, es gibt ja mehr als 200 und es gibt Forscher, die diese untersuchen. Dabei ist Illumise ein Basis-Pokémon und es ist nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Paart man Illumise oder Volbeat mit einem kompatiblen Pokémon mit den Eigruppen Käfer oder Humanotyp oder mit einem Ditto, so schlüpft aus dem dabei entstandenen Ei zufällig ein Illumise oder ein Volbeat. Und mit dem Typ Käfer nimmt es halben Schaden gegen Kampf-, Boden- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Fluggestein- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.